mich ganz herzlich im Namen von Friends for the Planet danken für die Spende. Genau. Zum einen würde ich gerne ein paar Projekte vorstellen, die Friends for the Planet halt durch diese Spenden finanziert. Zum anderen aber auch ein bisschen was zur Geschichte von Friends for the Planet sagen. Und zwar hat das alles begonnen mit einem Schulreferat von Felix Finkenbeiner. Und daraus ist mittlerweile eine riesige Organisation geworden. Und ja, die erste, die richtig bekannte Kampagne ist Stop Talking, Start Planting. Und zwar ging es darum, dass Kinder anderen Kindern beibringen, was eigentlich so in der Klimakrise, was das eigentlich ist und wie man damit umgeht, was man dagegen tun kann. Genau. Und das bringen sie sich halt gegenseitig in Akademien bei. Und diese Akademien werden halt durch diese Spenden zum Beispiel finanziert oder auch von Unternehmen. Und nach diesen Vorträgen von den Kindern ist immer auch so, dass die Unternehmen entweder Bäume spenden oder Bäume, also Setzlinge, von den Spenden halt gekauft werden und die Kinder die dann pflanzen. Also aktiv was gegen den Klimawandel machen. Genau. Weil wir sind der Meinung, alleine reden bringt nichts. Und genau, das ist so einer der Hauptpunkte. Und nach nur 3 Jahren, das war dann schon 2010, wurde Deutschland schon der millionste Baum gepflanzt. Also das ist schon echt eine riesige Menge, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie viel diese Aktion von einem einzelnen Schüler gebracht hat. Genau. Und Plant for the Planet ist so groß gewachsen, dass es mittlerweile sogar eine eigene Pflanzfläche gibt in Mexiko. Und auf denen werden halt jetzt wirklich im großen Stil Bäume gepflanzt, die halt durch diese Spenden halt finanziert wurden. Also es gibt mittlerweile 100 Mitarbeiter, die dann in Handarbeit großziehen und auch pflegen. Und es hat eine Erfolgsquote von 94% und das ist schon echt immens. Und Mexiko wurde als Standort gewählt, weil dort eben die Wachstumsbedingungen super sind. Die Bäume wachsen dort vielmal schneller als hier zum Beispiel in Deutschland. Und deswegen können halt größere Mengen CO2 eingespart werden. Und dann hätten wir noch eine andere Aktion, die ich gerne vorstellen würde. Und zwar ist es die gute Schokolade. Und die kann man zum Beispiel auch hier im Kaufland oder im Rewe in Naubern stehen. Und da verzichten die Händler darauf, dass sie halt irgendwas dabei gewinnen oder einnehmen. Und dadurch werden halt weitere Bäume gepflanzt, wodurch dann wieder CO2 reduziert und eingespart wird. Und genau, also wenn Sie da noch einen kleinen Beitrag zum Steuern wollen, dann kaufen Sie nämlich einfach die gute Schokolade. Da sind nämlich 5 Tafeln gleich ein neu gepflanzter Baum. Das können Sie dann sozusagen als gute Tat sehen. Und die ist auch nicht teuer, die kostet nur 1 Euro. Und ja, dazu würde ich Sie auch gerne einladen. Und ganz nach unserem Motto, stop talking, start planting, würde ich mich dann jetzt von Ihnen verabschieden. Und ich hoffe, Sie haben noch einen schönen Abend. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für die Spende. Ja, wir haben uns auch Plant for Planet ausgesucht, weil erstmal gibt es da Spendenquote und wir brauchen das Finanzamt, das ist ganz wichtig. Wir werden ja auch geprüft. Und auch in Mexiko, weil die Bäume da viermal so schnell wachsen. Deswegen wollte man das. Ich wollte das ja auch noch erleben, weil so jung bin ich ja auch nicht mehr. So, und jetzt kommt Albert Schweitzer Kinderdorf, der Schafe. Auch 500 Euro. Ja, lieber Herr Weicher, liebe Mitglieder der Space Party Group, mein Name ist Christian Schafe, ich bin Einrichtungsleiter vom Albert Schweitzer Kinderdorf hier in Wetzlar. Möchte auch die Gelegenheit nutzen, mich ganz herzlich bei Ihnen zu bedanken, auch für das wiederholte Spenden. Also wir haben, glaube ich, jetzt 3 oder 4 Mal von Ihnen Spenden erhalten und konnten die immer für unsere Kinder einsetzen. Wer unsere Einrichtung nicht kennt, wir sind ein Jugendhilfeträger und betreuen traumatisierte Kinder, die in ihren Familien Gewalt und Vernachlässigung erlebt haben und die bei uns dann leben und von uns begleitet und großgezogen werden. Wir schauen immer, dass wir die Kinder auch wieder zurück in ihre Familien führen können. Das gelingt nicht immer und so werden viele Kinder bei uns auch groß. Das Geld, was wir einsetzen, wir haben uns 2015 sehr für auch die Flüchtlingsarbeit eingesetzt. Wir haben in Reiskirchen ein Haus gegründet, wo wir junge, erwachsene Flüchtlinge aufgenommen haben und verselbstständigt haben. Das ist auch alles sehr erfolgreich gelaufen. Leider ist es so, dass wir keine jungen, erwachsenen Flüchtlinge mehr bekommen und das Projekt aufgeben müssen.
und das Haus umplanen, umstrukturieren. Wir werden eine Wohngruppe draus gestalten und müssen das Haus kindgerecht wieder einrichten und werden die 500 Euro für Kindersachen einsetzen, für Kinderspielzeug und Ausstattung von Kinderzimmern. Und dafür vielen Dank von meiner Seite. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend und viel Erfolg weiterhin bei Ihrer tollen Arbeit. Jetzt kommt die Frau Kahn von den Lebenshelfern. Ich bin die Anne-Christine Kahn von der Funkförderstelle von Wetzlar-Weilburg. Ich bin in Wetzlar tätig. Genau, der Herr Weiger hat es ja schon erwähnt. Die zwei Ludwigskinder sind bei mir, die ich jede Woche begleiten darf, sowohl zu Hause als auch ambulant bei uns in der Frühförderstelle. Und auch wir sind natürlich ein Verein. e.V. steht ja schon hinten dran. Wir auch, also wir sind überwältigt von diesen Spenden dieses Jahr, also nochmal ganz großen Dank, weil wir da einfach überhaupt gar nicht mit gerechnet haben und mein ganzes Team, die sind total freudig, was ich wirklich, also auch immer noch wirklich total dankbar bin über diese große Spende. Und wir werden im nächsten Jahr auf jeden Fall, wir haben viele Kinder, die nicht sprechen können und wir begleiten die Kinder mit unterstützter Kommunikation. Da brauchen wir digitale Medien. Das ist ein teures Mittel, was wir anschaffen wollen für die Kinder. Und unter anderem haben wir noch vor, dass wir neue Bausteine und sonstige großen Matten, die wir neu erneuern müssen und wir da einfach das Geld, glaube ich, gut einsetzen wollen. Ja, vielen Dank.